versucht, mein Smart Home zu Hause so zu bauen, sodass ich nicht alles irgendwie neu kaufen muss und neu zusammenstecken muss, weil meine Alarmanlage schon zu Hause hat. Dann sagt man, ja, okay, die möchte ich eigentlich da jetzt integrieren und die sollte eigentlich mit meinen anderen Teilen, wie zum Beispiel einem Wasserbewässerungsanlage draußen vielleicht kommunizieren können, oder die sollte mir auch, wenn sie eh schon einen Bewegungsmelder hat, auch wenn sie nicht aktiv ist, vielleicht gewisse Signale zukommen lassen können und. Oder wenn die Batterie ist in der Alarmanlage, dann möchte ich nicht umständlich mich auf einen Router einmelden, sondern ich möchte vielleicht die Nachricht auf ein Telegram oder sonst wo hinbekommen, damit ich dort also Nachrichten kriege. Und das alles hat sich herausgestellt als ziemlich, naja, ich sage jetzt einmal, umständlich, von den Verkäufern bis hin zu etlichen anderen Leuten, die da in dem Bereich mit mir gesprochen haben, hat also ja, gibt's nicht, geht nicht und so weiter. Und ich habe dann von meiner Seite mich halt einfach auf den Weg gemacht und habe mir gesagt, wie kann man, obwohl mir alle Leute sagen, man kann mit diesen Geräten nicht reden, dann doch mit den Geräten reden. Und bin dann halt so auf die diversen non-invasiven Wege halt drauf gekommen, sei es jetzt über die Leitung, sei es jetzt über G-Taggen, sei es jetzt über Sniffen, unter anderem auch dieses Software-Defined Radio, was wir heute im Programm haben. Und dort teilweise halt sehr freizügige Software, die mit dir von Anfang an spricht, und dann manche, die man halt ein bisschen motivieren muss, sei es jetzt über Sicherheitslücken, und da kommen wir dann zum Thema eben auch Inspection von diversen Vulnerabilities und so weiter hin. Also ich würde kurz jetzt mal eine Präsentation freigeben, damit ihr auch zu dem, was mich da dann beschäftigt hat. Ich hoffe, das geht. Ich habe kurz, heute ist leider mein Monitor eingegangen, also ich hoffe, das geht mit den Freigaben. Ich werde, ja, hoffentlich passt das da. Seid gnädig mit mir. So, ich habe. Genau, das sollte jetzt gut ausschauen. Dann seht ihr das, was ich sehe. Ui, die Auflösung passt da überhaupt nicht. Da muss ich noch ein bisschen Ja, man zurückschauen. sieht es jedenfalls. Man sieht es. Das ist einmal die gute Nachricht. Ich glaube, ich werde noch so ein magisches F11 walten lassen. Jawohl, wunderbar. Gut. Ja, also wenn wir unsere Smart Home und Devices zu Hause sehen, dann ist sehr vieles an diesen Schwachstellen, die wir da heute zu Recht kritisieren werden, unter anderem dem geschuldet, dass es alles einfach sein muss, dass es alles im WLAN natürlich drinnen hängen muss und dass es möglicherweise auch die Erwartungshaltung gibt, dass man es von Remote administrieren kann und dass es Update macht und dass es natürlich dann idealerweise auch noch militärisch sicherheitstauglich ist. Dass das Ganze nicht unter einen Hut geht, glaube ich, ist jedem, der sich ein bisschen mit Security auskennt, ganz gut klar. Ich habe ja einen schon älteren Beitrag. Es wird heute noch etliche andere Beispiele geben, aber einen, der ganz kurz und knackig zeigt, also was da nicht alles abgeht. In dem Fall, das war damals vor 3 Jahren beim Chaos Computer Kongress, ist eine Smart Bulb vorgestellt worden, die dann sehr freizügig nach Hause telefoniert, alle möglichen Daten wegschickt, die man natürlich nicht will, dass sie will und so weiter. Ja, also das ist einer von den Punkten, wo man sagt, ja, what could possibly go wrong? Meistens genau das und noch viel mehr. Ich werde nicht alle Seiten zeigen, die sind jetzt nicht relevant für das heutige Thema, aber das ist vielleicht schon ein bisschen relevant, um so ein bisschen den Überblick zu haben, wo ich losgestartet bin. Das ist ein Überblick von meinem Smart Home zu Hause mit den Komponenten, die ich da drinnen habe und die ich da miteinander reden habe lassen. Und ihr werdet es dann relativ bald sehen, warum das Thema Software-Defined Radio oder das Thema halt Hacken in Anlagen oder in dem Fall in die eigene Alarmanlage relativ relevant ist. Konkret habe ich hier kombiniert, ihr seht es eh, ein Node-RED habe ich kombiniert als Bus, als Systeme, als Smart Home System habe ich verwendet, ein Domodich und ein FEM, bisschen in die Jahre gekommen, aber hat sich ganz besonders bei diesen Verschlüsselungen beziehungsweise bei diesen Wireless M-Bus, die mir noch zu sprechen kommen, recht gut ausgezeichnet, darum habe ich es verwendet. Und ja, warum habe ich all diese Komponenten komponiert? Und wie konnte ich das überhaupt machen? Also das Tollste war, ich habe herausgefunden, dass meine Alarmanlage, die ich hier verwendet habe,
und die ich über eine App hätte verwenden sollen, mittels Klartext-Passwörtern dieser App sich ausgetauscht hat. Das ist ganz besonders dann geschmackig, wenn man sich vorstellt, das ist eigentlich eine Alarmanlage, die kauft man, um eine Sicherheit zu Hause zu haben. Und wenn die dann mit Klartext-Passwörtern kommuniziert, ist das ja besonders toll. Ich habe dann den Hersteller darauf angesprochen, das ist auch noch zum Thema, Hersteller sind nicht unbedingt immer auf deiner Seite. Der hat mir dann erklärt, naja, also das, was Sie da wollen, mit einer HTTPS-Verbindung und einer verschlüsselten Verbindung, das ist aber schon eine Profi-Anwendung und wenn Sie das haben wollen, ja, dann müssen Sie ein teures Gerät kaufen. Ich wurde dann einigermaßen natürlich, Deutsch würde man sagen, für Apple vorgekommen und habe dann gesagt, was kann ich selber machen? Klarerweise die Verbindung nach außen gekappt und habe mir diese Sicherheitslücke ganz offensichtlich natürlich zugute gemacht, habe die intercepted und habe dann im Wesentlichen mit Webcalls die Möglichkeit gehabt, dass ich mit diesem, wer sieht, das ist jetzt relativ klein hier unten, mit dieser Alarmanlage dann reden konnte. Das heißt, man hängt sich einfach hinein und man schaut dann einfach, okay, ich setze jetzt die Kommandos, die eigentlich von der App hereingekommen sind, die setze ich dann ab und ich setze die Alarmanlage in einen Disarm-Status oder in einen Normal-Status und kann das, und das ist das Tolle, dann in beliebige Bereiche anbinden und ich sehe halt dann, wo Bewegungen vorkommen und so weiter. Also das war so mein erster Kontakt im Sinne von, naja, man kann ja Schwachstellen auch ausnützen und man kann sie zu seinem Guten verwenden. Das ist vielleicht ein kurzer Überblick, da sage ich euch sicher nichts Neues, wo wir nicht überall Firmware haben. Also wer eine Synology zu Hause hat, hat nicht nur eine Firmware, sondern eine sehr umfassende Firmware. Jeder Router hat sie drinnen, in jedem Raspberry, aber eben auch zunehmend in allen kleinen Geräten, die wir zu Hause haben, und sei es auch nur ein Temperaturfühler oder eine Lampe von welcher Firma auch immer. Und das war hier die Integration. Herausgefunden habe ich das Ganze mit Fiddler und Wireshark für die Leute, die sich da technisch dafür interessieren und selber dann auch Hand anlegen wollen. Und im Grunde war das gar nicht so schwierig. Also man konnte die dann intercepten. Man hat dann da also im Wesentlichen dann abgelesen, okay, das sind jetzt gewisse Fenster offen und kann dann im Wesentlichen darauf reagieren. Und man kann das Ganze halt dann mittels Extraktion halt dann an Telegram weiterschicken und dann kriege ich zum Beispiel mit, wenn der Alarm losgeht, auch auf Telegram, obwohl das der Hersteller ursprünglich gar nicht so vorgesehen gehabt. Ich kann auch SMS verschicken und so weiter. So, das war mal eine ganz tolle Sache. Das zweite war, ich wollte auch an und für sich meine Heizung monetieren. Das habe ich damit auch noch gemacht. Erspare ich euch aber heute, weil es nicht das Thema ist. Wo wir hinwollen, das ist im Wesentlichen das Sniffen. Das Sniffen von, drahtloses Sniffen auch von Geräten, die herum sind. Und das war vielleicht das Spannendste. Und über diesen Weg bin ich dann eigentlich zum Software-Defined Radio gekommen. Ich weiß nicht, ob jeder von uns so einen Zähler zu Hause hat, aber irgendwo in jedem Haus, wo ihr seid, ist auf jeden Fall so ein Zähler verbaut. Water Meter Radio Adapter Type 1, das klingt ja schon mal sehr einladend. Man kann dann auf dieser Webseite suchen und man kann sich Informationen dadurch zusammensuchen. Und wenn man ganz, ganz viel sucht, dann kommt man drauf, dass das im Wesentlichen ein drahtloser M-Bus ist, der hier verwendet wird und der mittels 868 Megahertz nach außen kommuniziert, damit einfach der Hersteller oder der das wartet, nicht jedes Mal ein Kistel draußen hinhängen muss und dann umständlich in die Wohnung vielleicht noch hinein muss und so weiter, sondern das System tatsächlich, und das haben Sie mir auch ganz stolz gesagt, genügt es, dass der mit seinem Auto und mit einem Empfänger einmal in einer bestimmten Woche durch die Gasse durchfährt und dann alles einsammelt. Und man dachte, aha, interessant, das muss eine unheimliche Frequenz sein, mit der da sozusagen kommuniziert wird. Gut, haben wir uns angeschaut und tatsächlich ist es so, dass das nicht nur in einer Woche geht, sondern dass das generell freigeschalten war. Das war dann auch der Grund, warum ungefähr nach einem Jahr der Servicetechniker dann doch wieder gekommen ist, weil die mussten alle ausgetauscht werden, weil die Batterie dann auf einmal leer war, weil du einfach viel zu viel gebroadcastet hast. Und dieser Zeit konnte man aber auch tadellos feststellen, nicht nur ist der Nachbar zu Hause oder nicht, weil diese Geräte dementsprechend, wenn sie mehr Wasserverbrauch gehabt haben, dann auch mehr Signale ausgespuckt haben, sondern auch noch, man konnte zwar nicht die Pakete entschlüsseln, die waren schon noch gut kryptografisch verschlüsselt, aber allein die Frequenz, dass sie aufgetreten sind und dass sie eindeutige Kennungen hatten, die man eruieren konnte, haben dazu beigetragen, dass man im Grunde also eruieren konnte, ob jemand zumindest zu Hause ist oder nicht. Und ich bin dann noch in ein Brute Forcing gegangen, aber das würde jetzt hier alle sprengen. Einfach nur, um zu zeigen, was derzeit eigentlich möglich ist. Ich würde an der Stelle dann eigentlich nur noch sagen,
Ja, man kann mit Zigbee auch noch ähnliche Sachen machen. Es gibt auch dort die Möglichkeiten, sich reinzuhacken. Aber ich würde an der Stelle eigentlich mit dem Software-Defined Radio hier mal aufhören. Und ich würde sagen, jeder, der es noch nicht gemacht hat, dem würde ich es mir wieder zu vergeben. Mein Monitor spinnt da manchmal. Würde ich empfehlen, diese Seite, ich paste es ja nachher auch gerne hinein, wo im Wesentlichen sehr einfach erklärt wird, wie man eine ganz normale, wo haben wir es? Genau, wie man eine ganz normale USB-Dongle, wie man den verwenden kann, um mit einer geflashten Software darauf, hier ist das im Wesentlichen, wie man eine geflashten Software, also das ist der Quick Starter Kit hier, wie man sich damit den umbaut. Also das kostet 20 € circa, so ein Gerät, mit dem man im Wesentlichen sein Radio empfängt. Man kann dann auf diesen Dongle eine Firmware drauf platzieren und hat dann die Möglichkeit, mittels Software-Defined Radio beliebige Frequenzen zu sniffen, unter anderem natürlich die von seinen Alarmgeräten zu Hause, aber natürlich auch die, das kann man sich gar nicht aussuchen, von Nachbarn und Co. Also in unserem Fall war es dann so, ich hatte eine Anlage gekauft für eine Wetterstation. Und diese Wetterstation hätte eigentlich nur sozusagen für mich funktionieren sollen. Und bevor ich überhaupt noch die Sendestation ausgepackt habe, habe ich dann schon Signale reinbekommen und Windwetterwerte und so weiter. Und dann hat sich eigentlich herausgestellt, naja, das ist die vom Nachbarn und ich brauche eigentlich meine gar nicht auspacken, sondern es genügt eigentlich, wenn ich mir so ein Software-Defined Radio aufsetze und über diese Schnittstelle im Wesentlichen die Wind- und Wettersignale auslese und mich dann vielleicht revanchiere netterweise bei dem Nachbarn und dem eine Batterie dann kaufe, weil ich ja auch erkenne, wann der keine Batterie mehr drinnen hat und sage, bitte, das ist mein Beitrag dafür und machen wir doch Ressourcensharing. Gut, ein Beispiel für dieses Software-Defined Radio. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Runde rüber zu Thema Firmware und Vulnerabilities, die wir in Firmwares eben dann haben. Also diese Klassiker haben wir schon gehabt. Passwort ist eben nicht verschlüsselt oder es gibt andere Wege, wie man es machen kann. Diese Seite Shodan ist wahrscheinlich auch bekannt und listet im Wesentlichen Kameras, listet aber auch Industriesysteme und da wird es dann ganz besonders spannend natürlich. Wasserkraftwerke, Atomkraftwerke und Co. Richtung Stuxnet und was nicht sonst noch alles abgeht, wo man im Wesentlichen dann ja, auch darauf zugreifen kann teilweise. Und sei es auch nur, und das ist ganz spannend, sei es auch nur, dass das Honeypots sind, die halt dann dementsprechend da dahinter sind. Also das ist einfach nur von heute kurz einmal aufgemacht, was da abgeht. Also wenn gewisse Universal Plug-and-Play-Mechanismen da sind, ja, man hineinschauen kann. Das ist nur ein kurzer Überblick. Ich würde jetzt dann an der Stelle, wo wir eben jetzt wo wir jetzt schon sehen, was für Linux-Versionen hier vorhanden sind, würde ich jetzt gerne an den Florian übergeben. Mach das mal kleiner da und mit ihm ein bisschen weiterreden über, na, ich lasse es da groß hier, und mit ihm ein bisschen weiterreden über Firmware Inspection und wie man sich eigentlich einerseits, wie man sich bewusst wird und wie man sich schützen kann im Zusammenhang mit Firmwares und deren Version. So, das heißt, Florian, ich sehe dich jetzt nicht, weil ich da Ja. meinen tollen Monitor da vor mir habe. Du bist noch da, oder? Ich bin noch da, ja. Perfekt, okay, ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, vielleicht stelle ich mal kurz vor und dann können wir mal drüber reden, was du für einen Zugang hast zu der ganzen Thema Firmware und was wir nicht noch alles haben. Bitte. Ja, nee, sehr gerne. Also Florian Bukowski, mein Name. Hallo alle zusammen. Freut mich heute bei euch zu sein. Ich selbst. Patrick, dürfte ich dich vielleicht bitten zu muten? Ich habe ein leichtes Echo. Super, danke schön. Nee, also kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich bin vor ja, mittlerweile mehr als 10 Jahren in die Cybersecurity-Welt gestoßen. Habe damals gestartet als Penetration-Tester, als Security-Consultant.
bei einem österreichischen Beratungsunternehmen in dem Bereich, bei der Seconsult. Habe da eben lange Jahre diverse Webanwendungen, Mobile-Anwendungen, Netzwerke auf Schwachstellen untersucht. Bin dann irgendwann auch auf IoT-Geräte gestoßen. Und wie unsicher und wie viele Schwachstellen sich nicht in IoT-Geräten befinden, was dann auch für uns quasi der Startstein war, uns vermehrt mit dem Thema zu beschäftigen, auch automatisiert Schwachstellen in IoT-Geräten zu identifizieren, um uns hier eben bei Überprüfungen von IoT-Geräten zu unterstützen. Und ja, vielleicht bevor wir auf das Beispiel, auf den Router von dir, Patrick, zurückkommen, vielleicht auch so einen kurzen Abriss durch die Geschichte, also was sich im Bereich IoT und eigentlich Incidents, die im Zusammenhang mit Schwachstellen in IoT-Geräten ergeben haben. Was es da schon alles gab. Wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, Anfang der 2000er Jahre, konkret 2001, da war ein ganz spannender Fall in Australien, im wunderschönen Maroochy Shire in Queensland, wo eine Kläranlage, in die Region mit frischem Trinkwasser versorgt hat. Und ein Mitarbeiter, der sich ungerechtfertigt gekündigt gefühlt hat, ein früherer Admin dieses Klärwerks, hat dann aus Rache beschlossen, seinem früheren Arbeitgeber eins auszuwischen und sich ratlos in das Kraftwerk quasi einzuhacken, wobei man dazu sagen muss, in diesem Fall waren die Hacker-Skills, die notwendig waren, nicht allzu sophisticated, weil seine Benutzerdaten noch ganz normal funktioniert hatten und seine Accounts nicht gesperrt wurden. Auf alle Fälle hat er dann kurzerhand die Pumpen, die eigentlich Frischwasser von verschmutztem Wasser trennen sollten, umgekehrt und so verschmutztes Wasser in die in das Frischwasserreservoir gepumpt, was, wenn man sich vorstellen kann, zu einigen zigtausenden australischen Dollar Schaden geführt hat. Und ja, das war eigentlich einer der frühesten bekannten Fälle im IoT- bzw. Industrial IoT-Umfeld, wo Schwachstellen bekannt waren. Und so ging es eigentlich weiter. Ein sehr prominenter Fall, ein sehr populärer Fall war sicher im Jahr 2014, wo sich die, und ich sehe gerade, ich share meinen Screen gar nicht. Ich hab zumindest ein bisschen Untermalung mitgebracht. Im Jahr 2014, wo sich israelische und amerikanische Geheimdienste verbündet haben, um das iranische Atomprogramm zu sabotieren und hier Malware in Siemens Kraftwerkssteuerungen und diversen Turbinen einzuschleusen, um hier leicht die Drehgeschwindigkeiten, leicht die irgendwelche Parameter in der Urananreicherung in diesem Atomkraftwerk zu manipulieren, was dazu geführt hat, dass die Reaktoren dort beschädigt wurden und das Atomprogramm vom Iran um einige Jahre zurückgeworfen haben. Florian, die Reaktoren wurden, glaube ich, nicht beschädigt, das waren die Zentrifugen, oder? Stimmt, die Zentrifugen, die zur Urananreicherung verwendet wurden. Ja. Nee, vielen Dank. Ja.
Das Interessante in dem Fall ist ja auch, glaube ich, dass da ja das erste Mal überhaupt mehrere Zero-Day-Violations ja kombiniert wurden und auch noch mehrere Betriebssysteme und auch noch explizit darauf Rücksicht genommen worden ist, dass ja eigentlich dieses Netzwerk isoliert war von einem Internet oder so. Das heißt, der Virus musste sich zuerst einmal auf einen USB-Stick transferieren und von dann an noch seinen Weg finden auf die richtigen Steuerungsgeräte, so wie du gesagt hast, von Siemens und von dort dann noch eben wirklich sehr, sehr sophisticated, die das nicht gleich wahrnehmbar abschalten und kaputt machen, sondern einfach nur eine Geschwindigkeitstoleranz überschreiten und dann daraus eigentlich über längerfristige Nutzung eigentlich zu einer nachhaltigen Beschädigung zu führen, oder? Das war ja, glaube ich, der ganz besondere. Genau so ist es. Also allein, dass hier 7 Zero-Day-Schwachstellen quasi verwendet wurden, um diesen Angriff möglich zu machen. Und wenn man bedenkt, dass derartige Zero-Day-Schwachstellen am Schwarzmarkt oder am Graumarkt um mehrere hunderttausend Dollar das Stück gehandelt werden, dann kann man sich vorstellen, was für ein Aufwand, wie viele Ressourcen in diesen Angriff gesteckt wurden. Und auch im Sinne vom Testen, man muss sich das, also jeder, der, ihr seid jetzt Studenten, wenn man sich das anschaut, dass so ein Virus wirklich funktioniert und über mehrere Betriebssysteme genau das macht, also ist wirklich also beeindruckend bis beängstigend. Also das, ja, okay, bitte, entschuldige. Ja. Nee, das Testen ist auch ein sehr, sehr guter Aufhänger, um auf ein weiteres Beispiel einzugehen, nämlich im Jahr 2018, wo eine saudi-arabische Chemiefabrik angegriffen wurde, mit dem Ziel, dort die Anlagen so zu manipulieren, um Explosionen zu provozieren und quasi dieses gesamte Werk in die Luft zu jagen. Da haben die Angreifer zum Glück nicht gut genug getestet und der Code, der dann die Geräte letztendlich gesteuert hat, hatte einen Bug drin, womit der Angriff dann oder diese letzte Stage des Angriffs dann doch nicht erfolgreich war. Das heißt, da hautnah an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Wir haben noch weitere Beispiele aus Deutschland, wo von einem Stahlwerk ein Schmelzofen angegriffen wurde und der dann so stark beschädigt wurde, dass er quasi ausgetauscht werden musste. Mehrere Millionen Euro Schaden in der Ukraine. Ein Angriff auf das ukrainische Stromnetz. Das, was da ganz, ganz spannend war an dem Angriff, dass hier eigentlich auch quasi Angriffe auf technischer Schiene mit Social Engineering im weitesten Sinne verbunden wurden. Also während der Angriff lief, während die Teile des Stromnetzes da offline und sabotiert wurden, wurde zur gleichen Zeit die Support-Hotline von dem Stromanbieter mit Support-Anfragen bombardiert, sodass die erst einige Stunden später überhaupt mitbekommen haben, dass da irgendetwas nicht funktioniert hat. Was auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, ist natürlich dann auch die politische Dimension, weil in dem Fall ja ganz klar sozusagen da die Ukraine angegriffen wurde von Russland, um eben in einer, weiß nicht, das war um die Weihnachtszeit sogar noch herum, die dann auch noch da quasi in Bedrängnis zu bringen und ihre Politiker in zu diskreditieren, dass sie ihr Land nicht im Griff haben und so weiter. Also das, ja. Ja, und wenn wir beim Stromnetz bleiben, da gibt es auch ganz, ganz spannende Forschungsarbeiten dazu, dass es eigentlich relativ einfach ist, wenn man einige Tausende, also in der Forschungsarbeit wird hier von 30.000 Geräten gesprochen, die ein bisschen energiehungriger sind, also sowas wie Kühlschränke, wie Klimaanlagen, Heizkörper, die
die im Internet der Dinge hängen, wenn man die unter seine Kontrolle bringt und damit quasi ein Stück weit kontrollieren kann, wie viel Strom in bestimmten Bereichen des Stromnetzes verbraucht wird, dass man da nicht nur dadurch Schwankungen entstehen lassen kann, dass die Verfügbarkeit des Stromnetzes insgesamt gefährdet, sondern das auch dazu nutzen kann, um den Strompreis zu manipulieren. Und in dem Modell, das die Forscher da vorgestellt haben, sind sie davon ausgegangen, dass man aufgrund da leichter Manipulationen am Strommarkt rund 200 Millionen Dollar in den USA erwirtschaften könnte, indem man hier eben auf die Preisschwankungen dann entsprechend vorab schon reagiert und den Strompreis shortet oder quasi wieder verkauft und ja, damit eigentlich sehr schön Spuren verwischt und keinen direkten Zusammenhang zwischen oder keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen ja. Angriff und Monetarisierung herstellt. Ja. Und man könnte ja damit auch sogar in gewisser Weise Blackouts auch noch herbeiführen, oder? Wenn man also jetzt hergeht und sagt, man muss sich natürlich schon einigermaßen mit dem Netz, mit der Ausfallsicherheit des Netzes auskennen, aber Talks dazu gibt es ja eh auch schon. Und wenn man ja. dann auch gezielt Strom ein- und ausschalten kann, also im Iran wurde das teilweise sogar als eine Form von Protest verwendet, einfach nur zu Hause den Strom ein- und auszuschalten. Und das hat schon allein dazu geführt, dass das Stromnetz zusammengebrochen ist. Also wenn man das dann noch remote und orchestriert macht, dann geht das sicher noch viel einfacher. Ja, ja. Nein, auf Gut. jeden Fall. Und wie stabil die Stromnetze sind, haben wir vor einigen Wochen in Texas zusehen dürfen. Ja. Und auch in Europa. Also wir hatten ja, glaube ich, 14.01. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was gefunden hast. Im Rahmen unserer Vorbereitung haben wir da kurz zumindest drüber geredet gehabt. Ja. Da war ja auch also ein beinahe Blackout in Europa, über das eigentlich gar nicht viel geredet worden ist mit der ganzen Corona-Geschichte. Ja, weiß nicht, ob du noch was gefunden hast. Ansonsten gibt es ja auch noch einen aktuelleren Fall von heute, glaube ich. Ja, nein, also da sind wir auch haarscharf vorbeigeschrammt, wobei man da dazu sagen muss, dass es technisches Gebrechen war und kein Cyberangriff. Okay. Aber technische Gebrechen und durch Cyberangriffe herbeigeführte technische Gebrechen liegen nicht sehr weit auseinander. Das heißt, solche Szenarien durch Cyberangriffe auch provozieren zu können, ist natürlich naheliegend. Okay. Ja, wie können wir uns jetzt dann schützen? Also ich sage jetzt einmal, das ist ja, du richtest dich ja, glaube ich, mit sehr vielen von den Botschaften an Industrieanlagen, aber Router hat zum Beispiel jeder zu Hause zu stehen. Wie kann man sich jetzt eigentlich dagegen schützen oder was kann man möglicherweise dazu beitragen, dass man eben, dass solche Dinge aufgedeckt werden oder geändert werden? Ja. Ich meine, als Endkunde, als Endverbraucher kann man dazu beitragen, indem man einfach Sicherheit ein Stück weit einfordert. Das heißt, dass man muss fairerweise dazu sagen, dass der Markt hier noch sehr in Bewegung ist. Auch viele der etablierten Hersteller teilweise noch sehr fragwürdige Sicherheitsniveaus bei den IoT-Geräten haben, die sie so verbauen. Dinge, die man als Endverbraucher machen kann, ist sicher einmal kurz zu recherchieren, ist das zumindest ein einigermaßen bekannter Hersteller, habe ich hier überhaupt die Chance, jemals ein Firmware-Update zu sehen, gibt es hier eine Support-Seite, gibt es hier einen Security-Ansprechpartner von dem IoT-Gerät, gibt der Hersteller an, wie lange er dieses Gerät überhaupt unterstützt. Das heißt, hier kann man ein Stück weit Background-Recherche machen. Dann natürlich beim Aufsetzen, beim Installieren des Geräts, dass man hier diverse Standardeinstellungen wie Standardpasswörter oder ähnliches ändert.
meine, es ist sehr bequem, alles im Internet hängen zu haben, über Mobile Apps ansteuerbar zu haben, aber auch so wie Patrick vorher erzählt hat, vielleicht das ein oder andere nur über das lokale Netz erreichbar zu machen oder über einen Proxy, VPN-Zugang ein Stück weit abzusichern. Ich glaube, das ist ein ganz, entschuldige, wenn ich da kurz reingrätschen darf, also ein Tipp, den ich, glaube ich, jedem mitgeben kann, das unendlich einfach ist und bei vielen Routern schon geht, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen schon geht, ist, wenn man den Router im Wesentlichen so einrichtet, also den DNS-Teil des Routers so einrichtet, dass wenn man IP-Adressen bekommt, dass man als Gateway keinen gültigen Gateway bekommt. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr rookie-mäßig und so, aber es trägt schon mal dazu bei, dass also alle Geräte, die sich eigentlich im Haushalt da anmelden und sei es auch jemand, der im Haushalt das WLAN-Passwort verwendet und so weiter, dass der dann eigentlich nicht gleich hinaus kann und nicht gleich broadcasten kann. Das ist total primitiv, aber es bringt halt schon mal für diese Geräte, die, weiß nicht, teilweise aus China kommen, wo auch immer, dass die halt nicht sich gleich nach draußen verbinden können. Und wenn man es dann noch eine Spur höher treiben will, dann kann man genau an die Adresse, die man da im Wesentlichen eingetragen hat, die kein gültiger DNS ist, könnte man halt auf einen Honeypot hängen, um dann zu schauen, dass man dort eben die Requests abgreift. Aber das ist dann schon wieder eine Stufe mehr. Aber man kann im Grunde, könnte man zwei Zonen definieren auf seinem Router, wo man sagt, eine Zone sind die Geräte, die ich kenne, denen ich vertraue, die bekommen eine gültige Adresse, die werden aber fix sozusagen eingetragen und alle neuen Geräte, die dazukommen, die gehen einmal grundsätzlich einmal ins Leere und haben ein Gateway, das ins Nirvana geht. Damit können sie mal nach außen per se, wenn sie nicht intelligent sind, einmal keine Kommunikation aufnehmen. Ja, nee, das ist auch noch eine sehr gute Empfehlung. Und eine Tendenz oder eine Entwicklung, die wir natürlich beobachten, ist, dass viele Staaten, Certifying Bodies auf diese Problematik mittlerweile auch aufmerksam geworden sind und hier auch einige regulative Änderungen im Raum stehen. Also in den USA ist Ende letzten Jahres beispielsweise ein Cyber Security Act verabschiedet worden, wo gewisse Mindestsicherheitsanforderungen an IoT-Geräte definiert wurden, die an US-Behörden verkauft wurden. In Großbritannien ist ein ähnlicher Gesetzesentwurf für Consumer-IoT-Geräte gerade in Begutachtung. Die ENISA arbeitet für Europa an einem ähnlichen Schema, wo bis Ende des Jahres ein erster Draft versprochen wurde. In Singapur oder Australien gibt es schon Certification Schemes, die derzeit noch freiwillig sind, wo Endbenutzer dann auch das Thema Sicherheit quasi in die Kaufentscheidung mit einbeziehen können. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir wollen ja mit diesem Digital Wellbeing auch ein Zertifikat herausbringen, wo wir sagen, okay, es ist sehr unüberschaubar. Viele Leute haben keine Ahnung sozusagen, was sie da eigentlich einkaufen in Form von einem Zertifikat und man drauf sagt, okay, das ist ein besonders integrierbare Software oder besonders sozusagen offene Standards respektierende Software. Damit kann man dann eigentlich eine gewisse Kaufentscheidung auch beeinflussen. Also das ist definitiv etwas, was wir mit diesem Wellbeing-Zertifikat, das wir da von der IoT Austria derzeit aufsetzen, auch verfolgen. Also eben hält sich ein Hersteller an die diversen Standards. Ich würde sagen, wir machen aufgrund fortgeschrittener Zeit vielleicht einen Sprung hinein zu dieser Firmware Inspection, die wir uns im Vorfeld einmal angeschaut haben. Wir sind dahergegangen. Ich würde jetzt meinen Bildschirm wieder freigeben. Schauen wir uns an, was es bei dir zu Hause für Schwachstellen gibt. Genau, richtig. Super. Die werden wir jetzt gleich broadcasten da. Ja? Okay, das ist ganz lieb, aber das kann ich jetzt nicht essen. Danke dir. Ja.
oder gerade von meiner Tochter verwöhnt, aber das geht leider nicht. So, ich habe hier einen Router, den ich bei mir zu Hause als sicherheitsbewusster Mensch aufgestellt habe, nämlich hinter einem Router von einem Hersteller, damit ich mich sozusagen in Sicherheit fühlen kann und hier auch eine aktuelle Software quasi aufgespielt oder aktuelle sozusagen Software oder aktuelle Linux-Version aufgespielt. Das ist ein OpenWRT-Router, ein Mango-Teil und das ist die aktuellste Version, die ist rausgekommen Jänner 2021. Ja, und meine Erwartungshaltung war jetzt dann natürlich, wenn wir ein paar Sachen finden und natürlich wird es ein paar nicht nette Sachen dabei geben, aber von dem Ergebnis muss ich sagen, war ich dann doch einigermaßen entsetzt bis erstaunt. Wenn man sich das dann anschaut, also im Wesentlichen, wie funktioniert das? Das ist der IoT-Inspector, der vom Florian und seinen Kollegen entwickelt worden ist. Da ermöglicht das einfach die Möglichkeit, also das, man kann es hochladen, das haben wir hier am 4. März vor einer Woche gemacht. Das wird dann, weiß nicht, ein, zwei Minuten dauert das Ganze vielleicht ein bisschen länger, aber man sieht es eh hier. Ja, na doch, ein bisschen länger hat es gedauert. Aber es ist innerhalb von einer halben Stunde, hat man es normalerweise zur Verfügung, man kann es dann nochmals analysieren und man sieht dann, okay, was sind die Ergebnisse, die rausgekommen sind und da sind unter anderem, also nach den Kategorien, die wir hier gehabt haben, ja, also es war schon mal, das erste hat mich gleich am meisten erschreckt, Busybox, das ist im Grunde auf jeden gerouteten Handy hätte man das oder auf sehr vielen Geräten, die sonst nicht viel können. Ein Bug drinnen, im Wesentlichen beziehungsweise Vulnerability, die aus 2018 stammt und die nicht gefixt ist. Und solche Sachen sind natürlich, wenn ich jetzt eine Firmware-Update installiere von einem Hersteller, der noch dazu ein Sicherheitsprodukt verkauft, ja, also dieser Router wird als eine Sicherheits sozusagen Schutz gegen in Hotels anzuwenden, gegen dort möglicherweise korrumpierte WLANs verwendet. Und der hat seit 2 Jahren sozusagen in der aktuellsten Version solche Fehler drinnen und hardcoded Password Hashes und. Ja, wobei man sich den natürlich anschauen muss, dann ist das natürlich ja, bitter, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber vielleicht magst du dazu kurz was sagen, Florian, weil ich sage jetzt mal, wir sind sie kurz durchgegangen, du hast da Richtung Compliance einerseits die Violations aufgelistet, die drinnen vorkommen, Insecure Networks und so weiter. Also das ist eher mehr so auf Management-Ebene und dann hast du eben diese Analysis Results. Vielleicht möchtest du ein oder zwei rausnehmen und zu denen kurz was sagen. Ja, bitte. Ja, nee, sehr gerne. Also mit dem IoT-Inspector wollen wir eben Sicherheitsüberprüfung automatisieren, so gut wie möglich. Dazu zerlegen wir die Firmware in einem ersten Schritt in alle Einzelteile, schauen uns an, was sind da für Komponenten verbaut, was verbirgt sich da alles drinnen, eben Busybox, was für ein Linux-Kernel ist drin, und schauen uns dann an, wie sind die unterschiedlichen Dienste konfiguriert, wo gibt es Passwort-Hashes, was für Zertifikate sind da, wie wird mit Verschlüsselung umgegangen, gibt es ja, schlecht geschützte Verbindungen und so weiter, um hier eben, muss man fairerweise dazu sagen, wir richten hier uns in erster Linie an Unternehmen, also beispielsweise Hersteller von IoT-Geräten, an Telco-Unternehmen, an ja, Enterprise-Kunden, die viele IoT-Geräte im Einsatz haben, um denen eben eine Unterstützung zu geben, schnell und effizient auch die Sicherheit von IoT-Geräten zu bewerten. Und, aber ich glaube, ihr habt heute auch ein spezielles Offering. Ja, vielleicht yes. Sagen wir dazu was für alle. Yes, okay, gut. Yes. Und zwar wollen wir jeden Mitglied von IoT Austria heute auch einen Gratisversuch zur Verfügung stellen, damit ihr auch wieder Patrick nachschauen könnt, was sich in eurem Heimrouter für Schweinereien verstecken oder in sonstigen Geräten, die bei euch zu Hause im Netzwerk hängen. Super, also dann sage ich mal danke. Wie war die E-Mail-Adresse? hello@iotaustria.at, ist das richtig? Ganz genau, ich schreibe es auch gleich in den Chat hinein. Perfekt, also wenn ihr da Interesse habt, gerne da melden, dann können wir da euch auch eine Kostprobe geben.
Ja, super, ich würde an der Stelle, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Talk, aber ich würde an der Stelle, nachdem wir sehr viele heute haben, glaube ich, die sich auch aus dem Thema Security dafür interessieren, vielleicht eine kurze Runde machen mit Handzeichen, wenn ihr Fragen habt oder hineinschreiben in den Chat. Vielleicht können wir die jetzt auch schon direkt einbauen, ansonsten nachher im Patrick Eschborn hat die Hand oben. Ja, okay, super, danke. Dann fangen wir gleich mit Patrick an. Vielleicht, Tom, kannst du ihn unmuten, den Patrick, dann kann er gerne auch gleich reden. Bitte. Kann er hoffentlich selbst. Hallo Patrick, ja. Bitte. Hallo. Wieder so. Hallo. Meine Frage war jetzt mal hauptsächlich die Software, die Sie da zur Verfügung stellen oder generell für die verschiedenen Firmen. Gibt es da mehr oder weniger einzelne Software, die für verschiedene Arten von IoT-Geräten funktionieren oder ist das für jedes IoT-fähige Gerät? Ja. Ich meine, wir mit IoT Inspector fokussieren wir auf derzeit auf Linux-basierte IoT-Geräte, unterstützen da aber unterschiedlichste Plattformen. Und funktioniert als Software as a Service. Das heißt, man kann ganz einfach auf unserer Plattform die Firmware hochladen und das Entpacken, die Analyse, das passiert dann alles automatisiert. Okay. Wobei ihr auch noch, glaube ich, die ESB-Devices und andere Geräte, glaube ich, werdet ihr nächstes Jahr noch hineinnehmen. Genau, da haben wir noch auf der Roadmap auch Richtung Real-Time Operating Systems, Richtung ESP, Richtung FreeRTOS, Nucleus und so weiter, da noch unsere Bandbreite quasi zu erweitern. Okay. Danke. Super. Gibt es sonst noch unmittelbar Fragen? Ansonsten würde ich haben wir noch in der Hand? Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir es jetzt nochmal anschauen, was wäre sozusagen das Takeaway für heute oder was sind sozusagen die Botschaften, die wir gern noch hinaustragen wollen? Aus meiner Sicht als Konsument hier jetzt primär oder als Einzeluser von der Software und als Hacker wäre es, ich kann nur jedem im Talk empfehlen, sich die Seite mit dem Software Defined Radio anzuschauen. Vielleicht habt ihr noch irgendwo einen Stick herumliegen, den ihr leicht flashen könnt und damit neues Leben einhauchen könnt und schaut, was bei euch so alles herumfunkt. Ihr werdet Unglaubliches entdecken. Also ich könnte darüber zwei weitere Reden machen und keine Ahnung. Aber macht es das, schaut es euch an und informiert vielleicht auch die Leute so im Sinne eines Ambassadors oder Verantwortlichen, dass die Leute auch wissen, was sie da alles nach außen freigeben. Also vom Wasserzähler halt über ihre Zugang zur Garage, der sich capturen lässt und damit eigentlich ins Haus halbert einbrechen lässt und. Also das wäre sozusagen mein Vorschlag oder ja. Was ich gerne weitermachen würde. Und von dir, Florian, was hättest du für eine Message oder was wäre dein Takeaway? Ja, von mir wäre mein Takeaway dem Thema IoT, nicht mit Angst, aber mit ein bisschen gesunden Respekt zu begegnen, da durchaus auch zu hinterfragen, ob man wirklich alles und jede Kommunikation aufmachen muss. Und ja, Dinge werden sich nur ändern, wenn viele Leute lange laut sind. Von dem her bei jeder Möglichkeit so viel Sicherheit wie möglich einfach einzufordern, denn nur dann wird sich auch langfristig etwas ändern. Es wäre schon ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ich muss noch ganz kurz nach. Der Punkt, den du gesagt hast, also wenn ich jetzt bei A1 erkenne zum Beispiel, dass da hardcodierte, wie es tatsächlich ist, hardcodierte Passwörter drinnen sind, wo ich in die Firmware hineinkomme und irgendwelche Systembereiche und. Wenn ich das entdecke und ich wende mich dann jetzt an A1, dann werde ich ja im günstigsten Fall ignoriert. Oder was sind da deine Erfahrungen? Oder vielleicht auch jemand der noch im Talk ist, hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt, Hersteller darauf hingewiesen, wie haben die reagiert, waren die beleidigt, waren die dankbar, war das denen wurscht? Ja. Mhm. Ich möchte zuerst noch Kollegen aus dem Publikum quasi die Chance geben, da ihre Erfahrungen zu berichten.
Falls da niemand mag, dann kann ich gerne ein paar Erfahrungen aus meiner Perspektive zum Besten geben. Also bitte gerne Mikros auf und Erfahrungen teilen, ja? Nur weil die beiden so viel gesprochen haben, heißt nicht, dass ihr nicht mitreden könnt. Ja. Also von meiner Seite habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es gibt sicher Hersteller, die da schon sehr, sehr weit sind und auch Service Provider, die da sehr weit sind, die eigentlich sehr, sehr dankbar und sehr professionell mit Schwachstellen umgehen. Auf der anderen Seite, also wir von IoT Inspector, wir verfolgen eine Responsible Disclosure Policy. Das heißt, wenn wir im Zuge unseres Researches Schwachstellen in Produkten finden, dann melden wir diese Schwachstellen an den Hersteller, geben dem Hersteller 90 Tage Zeit, um einen Patch zu dieser Schwachstelle zu veröffentlichen und machen die Dinge, die wir gefunden haben, dann auch publik, um die auf der einen Seite die Security Community zu stärken, auf der anderen Seite die Schwachstellen auch transparent zu machen und Benutzern dieser Geräte auch die Information zu geben, dass es da ein Risiko gibt, dass da jetzt etwas gemacht werden muss, also Patch eingespielt oder ja, im schlimmsten Fall halt Gerät weggeworfen. Da haben wir eben unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, bis hin auch zu Hersteller, die damit gedroht haben, uns verklagen zu wollen, wenn wir da jetzt Dinge veröffentlichen. Aber das, was wir hier schon beobachten, ist, dass es hier auch unter Herstellern einen Sinneswandel gibt und langsam Security-Programme sich beginnen zu etablieren und mit dem Thema Security und Security Researcher auch professioneller umgegangen wird. Ja. Mich schockiert so etwas immer wieder, wenn ich das höre, einerseits von der Klage, aber auch diese Ignoranz, mit der mir begegnet worden ist, wo ich gesagt habe, hey, ihr schickt's da, ihr seid ein Alarmanlagenhersteller. Ja. Ihr bietet eine Software im offiziellen App Store an und ihr verschickt Klartext-Passwörter von eurer Alarmanlage durch die Gegend. Ihr habt eine Verantwortung, ja. Das war denen wirklich komplett wurscht. Ja, also, und das ist für mich sozusagen damals die absolute Erkenntnis gegeben, wo ich gedacht habe, das gibt es ja nicht. Es kann also dann wirklich jemanden geben, der jetzt von mir, und die Alarmanlage, das war ein deutsches Qualitätsprodukt und die haben auch die sehr viele von den die Sensoren wurden mit Verschlüsselung angebunden und so weiter. Ja, aber im Wesentlichen, dass jemand jetzt ein guter Alarmanlagenhersteller ist, sagt leider überhaupt nichts darüber aus, ob er auch noch irgendeinen Tau hat, Software herzustellen, die dann auch sicher ist. Also das sind halt einfach zwei komplette Welten und die sind nicht immer, also da wird der Schein ist dann leider ein anderer. Gut, aber ich sage danke, Florian, dass du dich bereit erklärt hast, da mitzumachen. Danke sehr für die Zugänge und ich würde sagen, wir machen, also Entschuldigung, ich übergebe an Tom, danke. Ich nehme mir das Wort schon, mein Lieber. Dankeschön. Ich möchte einmal noch zum Screensharing greifen. Natürlich an der Stelle auch danke an euch beide für die interessanten Einblicke. Ich glaube, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten, die wir alle mit unseren IoT-Casteln noch haben. Ihr seht jetzt, glaube ich, die Website von IoT Austria und da möchte ich noch ganz zart darauf hinweisen, dass man bei uns Mitglied werden kann. Wir haben es vorher gehört, es gibt die Möglichkeit, den IoT Inspector auch auszuprobieren für Mitglieder der IoT Austria. Das würde uns natürlich besonders freuen, nämlich beiderseitig. Und bei den Events gibt es dann auch demnächst wieder den nächsten Talk im April. Aller Voraussicht nachdem wir jetzt mittlerweile eine gewisse Tradition haben, würde ich sagen, wieder am 10. April könnte ich mir vorstellen. Ich habe allerdings nicht geschaut, was das jetzt für ein Datum ist. An der Stelle herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Gerne noch Kameras offen lassen, Mikros offen lassen. Es gibt immer noch im Nachgang die Möglichkeit, ganz entspannt mit den Protagonisten des Talks zu diskutieren, sich auszutauschen, eigene Erfahrungen weiterzugeben. Irgendwann drehe ich dann auch die Aufzeichnung ab und dann wird es ganz inoffiziell, ganz nach Belieben unserer TeilnehmerInnen. Dankeschön.
Dankeschön. Danke, Tom. Bitte, the stage is yours, all yours. Gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat? Ich habe jetzt vorher noch nichts gesehen gehabt. Ich glaube jetzt aktuell, na. Okay. Wir könnten eine kleine Umfrage machen, so als Eisbrecher. Jederzeit gerne, Florian. Leg los. Fangen wir mal an mit, alle müssen aufzeigen, die mehr als 5 Geräte zu Hause im Netzwerk haben, also mehr als 5 Geräte IP-Adressen vergeben haben. Locker. Also ich habe die elektronische Hand gehoben, Leute. Ja. Ihr könnt es auch die natürliche Hand gehoben. Ja, wer hat mehr als 10 IP-Adressen im Heimnetzwerk vergeben? Ich glaube, da kann ich auch noch die Hand heben, ja. Ich glaube, das geht noch. Wer kann bei 20 noch mithalten? Ah, da muss ich weg. Haben wir noch wen bei 20? Ich habe ein eigenes Subnetz, also... Ein eigenes Labor zu Hause. Ja. Und das heißt, wir müssen für Chris und Patrick müssen wir noch weiter rauf. 30. So, wer gewinnt das jetzt? Warte, ich schaue gerade nach, ich habe gerade aktive Geräte 19. Oje. Aber ein paar sind natürlich ausgeschaltet. Also ich schätze zwischen 20 und 30 natürlich. Ne? Ja. Ich bin aber nicht alleine, wir sind immer zu dritt. Ne? Ja, okay. Na gut, die Familienmitglieder dürfen dazu zählen. Ja, das ist ein guter Punkt. Sind das aktive oder inaktive? Weil ich sage jetzt mal, also die immer eingeschalten sein müssen, wie zählst du deine Geräte, Florian, da in dem Fall? IP-Adressen. IP-Adressen. Also wenn die fixe IP-Adressen haben, dann sind wir so in der Größenordnung von 65. Ja, ja, nicht schlecht. Also die Tochter hat unseren Bestand dann irgendwann einmal mit ein paar WLAN-fähigen Glühbirnen in die Höhe getrieben ordentlich. Was ja, ich meine, es hat ja auch was Gutes, ne? wenn die dann schon frühzeitig anfangen damit und wenn du dann auch anfangen kannst, die Risiken, die damit verbundenen, zu diskutieren, dann ist das, glaube ich, die beste praktische Anwendung von Digitalisierungsbewegungen. Was mich noch total interessieren würde, jetzt auch in der Gruppe, hat irgendjemand schon einmal gemerkt, dass jemand mit den Geräten, die er im Netz hat, dass da jemand anderer damit kommuniziert oder absichtlich oder unabsichtlich mit Geräten des Nachbarn kommuniziert? Wahrscheinlich, wer es gar nicht wollte. Ist das schon jemand passiert? Ja, okay, gut. Okay. Ja. Schauen wir, ob wir jemanden haben, der jetzt heute noch nicht, der Chris hat noch nichts gesagt gehabt. Ist sonst noch jemand gewesen? Dann sag einmal, Chris, was war bei dir los? Na, ich wollte noch anders anknüpfen, was du auch erzählt hast. Ich habe mir auch letztlich drei SDRs zu Hause schon. Ja. Eins läuft immer am Raspberry und das empfängt natürlich auch die Daten von allen Nachbarn. Und ich habe das eh auch so mit Node-RED und so weiter. Ja. Und ich habe also selber, glaube ich, ein paar Sensoren, aber wirklich die meisten Sensoren habe ich von den Nachbarn. Obwohl das ist jetzt natürlich nicht unbedingt sicherheitskritisch, aber wenn man möchte, könnte man schon beobachten, ne? Wenn zum Beispiel die Temperatur abgesenkt wird, dann weiß man, natürlich, dass da vermutlich gerade auf Urlaub ist. Ne? Genau. Sachen. Also das kann ich auch anbieten und ich habe nämlich nur so 20 oder 30, weil zum Beispiel das ganze Licht geht über Philips Hue, das hat natürlich keine eigenen IP-Adressen. Mhm. Ja. Das heißt, die Lampen sind Zigbee-Geräte, oder? Bei mir hängen hinter einem Philips Hue Gateway natürlich. Ne? Ja. Hinter einem Hub, ja. Und also die wirkliche Daten wahrscheinlich 50 oder 70 oder sowas. Ja. Du kriegst der Hub, der Philips Hue Hub, das hätte mich eh interessiert. Der telefoniert nach Hause oder den hast du im internen Netz gesteuert? Nein, den steuere ich nur intern. Okay. Genau, ja. Was ist dir noch passiert, unabsichtlich, Florian? Oder was? Ja, bei mir war es nicht ganz so spektakulär. Ein Nachbar, der auf meinem Fernseher seinen Wireless-Bildschirm scheren wollte. Mit spannenden Inhalten?
Naja, nicht so spannend. Ich habe halt nur die Anfrage gesehen von irgendjemand Unbekannten, der auf meinem Fernseher scheren will. Und dann haben wir gedacht, ja, schauen wir mal, was da kommt. Aber war nur irgendein Windows-Background. Und ja, leider kann mein Fernseher kein Touch. Das heißt, ich konnte mit dem, mit dem Betriebssystem dahinter nicht interagieren. Ja. Das war mein einziger Zwischenfall. Ist aber auch ein sehr schöner Use Case. Ja. Drucker sind auch immer recht beliebt, ne? Drucker, ja. Drucker im WLAN, ja. Absolut. Wenn man das Internet, was du teilweise kann man schnell mal 100 färbige Seiten ausdrucken oder so, ne? Dass der Donau leer wird. Aber das macht man natürlich nicht. Ja. Stummschaltung bitte aufheben, Jochen. Jetzt. Wie kann der Nachbar auf deinem Fernseher was scheren wollen? Ist der in deinem WLAN gewesen oder hast du da ein offenes WLAN? Weil normalerweise kennt es ja nur, wenn man im gleichen WLAN ist, oder? Na, die Fernseher, die haben quasi zwei WLANs. Eins, in dem sie drin sind, um quasi ins Internet zu gehen. Und ein weiteres, das sie aufmachen quasi für Wireless-Screens. Das heißt, die broadcasten dann halt irgendein Philips und dann 7 Zahlen dahinter. Und wenn man dann Wireless Display sharen will, muss man halt das richtige Philips-Ding auswählen, um dann auf seinen Fernseher zu kommen. Und wenn man da ein falsches kommt, dann kommt halt bei einem falschen Fernseher der Prompt, ob man jetzt den gesharten Ding zulassen will. Naheliegend okay. Vielleicht doch die SSIDs beide von den Geräten zu ändern. Ne? Ja. Wenn die das zulassen, das ist das Nächste, was wir uns natürlich auch anschauen, ob solche Sachen in der Konfiguration auch möglich sind bei den diversesten Geräten. Wir haben übrigens in unserem Newsletter monatlich eine Rubrik drinnen, IoT Austria entdeckt IoT nennen wir das, und rufen da auch immer dazu auf, Hersteller, Geräte, Typen oder Ähnliches uns zu nennen, um es in diese Rubrik aufzunehmen und um es auch dann in weiterer Folge anzuschauen, ein bisschen näher, wie sich es Richtung des Wellbeing-Zertifikats verhalten würde. Also wenn ihr da was habt, Newsletter abonnieren, geht auch auf der Website und gerne uns Hints und Tipps geben für die Rubrik. Wir nehmen das gerne auf. Du nimmst noch immer auf, Tom, oder? Weil ich hätte noch eine inoffizielle Geschichte. Okay, dann werde ich jetzt einmal das zum Anlass nehmen. Danke, Patrick. Die Aufnahme zu beenden. Das heißt, jetzt kommen die spannenden Dinge, oder? Genau, jetzt gehen alle Hände hoch. Ja.